Jawohl, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS. Nur muss ich erstmal mit einer nicht so erfreulichen Nachricht beginnen, denn irgendwie hat mein Savegame nicht gespeichert, ich weiß nicht wieso. Und in die auf. Ja, aus dem Grund, beziehungsweise ich glaube doch, hat er wohl gespeichert, warte mal, ich bin ja blöd. Wir haben ja einen LKW, wir hatten ja einen neuen LKW gekauft, ne, irgendwie war da ja was. Und siehe da, er hat's doch gemacht. Ah, ich bin happy. Dann vergesst einfach den Scheiß, den ich gerade erzählt habe. Machen wir weiter. Und, na, Kollege, was geht denn bei dir? Ich bin hier, ja, und du hast hier gar nichts zu verloren. Ist jetzt gar nichts verloren. Jetzt müssen wir hier erstmal eine Runde durch die Gegend fahren und gucken, was wir ja noch machen können. Beziehungsweise, ja, ich hatte mich eigentlich nur gewundert, warum ich in der Garage bin. Ich war ja gar nicht in der Garage, aber anscheinend ja wohl doch. Und deswegen dachte ich, verdammte Scheiße, warum hat er das nicht gemacht, was ich gemacht habe die ganze Zeit? Aber naja, jetzt ist das doch, hat das doch funktioniert. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob wir eventuell noch irgendwas auftunen können, was ich glaube ich nicht denke, weil wir kein Geld haben. Na, eigentlich wollte ich jetzt diesen machen, aber das funktioniert nicht. Und wie ihr seht, ist das hier noch alles auf dem Old Standard. Na, das müssen wir alles noch ändern. Und da suche ich ja momentan noch einen. Na, jemanden, der mir da ein bisschen unter die Arme greift, beziehungsweise der mir da ein bisschen helfen kann. Wäre wirklich cool, wenn es da einen gibt, der da irgendwie mit, ja, hantieren kann, beziehungsweise da ein bisschen was für mich drehen kann. Das wäre cool. So, was gibt's hier? Ach, schau an. Was haben wir denn hier? Den wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht haben, aber macht ja nichts. Ja, der Skin, der kann auch drauf bleiben. Hier haben wir eigentlich auch alles momentan getuned. Also so wirklich viel tunen können wir momentan leider nicht, denn wir haben auch gar kein Geld mehr so wirklich dafür. Also das wäre alles nutzlos. Jetzt würde ich erstmal vorschlagen, schauen wir mal, dass wir wieder ein bisschen Money in die Kasse kriegen, damit wir dann uns später auch wieder was leisten können. Ne, und mal schauen, wie weit wir da noch so kommen. So, der Regen, der haut natürlich jetzt schön die FPS-Zahlen runter. Das freut mich natürlich gerade mega. Wie ich es einfach nur hasse. Aber naja, wir können leider nichts gegen machen. Deswegen müssen wir damit auskommen. Und ich glaube auch nicht oder hoffe auch nicht, dass das allzu schlimm ist. Deswegen geht es ja. So, geht. Ah, du fahr doch. Ach ne, ist rot. Haha. Ach ja, Mensch. So, grün, gib Gas. Achso, wir blinken. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will eigentlich. Ja, nun fahr doch. Nun fahr doch, du Schnarchnase. Dann schiebe ich dich an, auch wenn die Polizei da vor mir ist, Mann. Boah, Kollege, ey. Ja, 400 gleich, warum auch nicht. Schieben wir ihn an die Seite. Habe ich auch nichts dagegen. Upsa. Achso. War bei Rot über die Ampel? Was labert der denn? Hallo? Ich bin doch bei Grün gefahren, Mann. Was wollt ihr denn alle von mir, ey? Das fängt ja schon wieder super an hier. Aber, naja, passt schon. Alter, wie viele Gänge hat denn der hier jetzt mittlerweile? 14, okay. Mal ein bisschen wieder runter hier. Komm mal runter, Mann. So, ich wollte jetzt einen Auftrag haben und ich hoffe, dass ich hier einen bekomme. Natürlich wird die Ampel wieder rot. Alter, ihr wollt mich doch hier, scheiß ETS, will mich doch auf den Arm nehmen heute, oder? Mann, Mann, Mann. Halt, stopp. Halt, stopp. So. Jetzt geht's erstmal an die Pause hier, beziehungsweise wir müssen ja jetzt die Pause hier machen. Schon wieder grün, siehst du? So schnell geht's. So. Schade, dass ich gerade im ETS ein bisschen leise auf meinem Kopfhörer habe, deswegen höre ich nicht so viel.
Ja, und deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen aufpassen mit dem Schalten. Immer hier ein bisschen rauf gucken und so. Aber das kriege ich alles hin. Denn ich, wie ihr ja wisst, ich kann ja Multitasking. Ne? Naja, so ab und zu mal. Ja, ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Ne, nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt eine Frau oder was. Nein, nein. Frau mit männlicher Stimme? Nein, Quatsch. Gottes Willen. Obwohl ich nichts gegen Frauen habe. Frauen sind geil, ja? Frauen sind wirklich geil. So, ich wollte jetzt hier aber mal eben Cookie Cookie Lucky Lucky machen, was wir hier noch brauchen. Oder was wir hier machen, fahren wollen. Ich würde sagen, wir nehmen das gleich, wo wir am meisten auch für kriegen. Weil dann haben wir halt auch mehr davon, auch wenn wir ein bisschen unterwegs sind. Aber das macht ja nichts. Sind wir halt ein bisschen unterwegs, aber dafür kriegen wir auch ein bisschen was. Ne, dann ist das nicht so, dass wir kurze Strecken fahren, aber nichts dafür kriegen. Und außerdem können wir dann schneller unsere mittlerweile 3 Kredite, die wir haben, verdammte Scheiße, aber können wir dann abbezahlen. Hoffentlich. Irgendwann mal. Ich hoffe, dass das noch irgendwie machbar ist in diesem Let's Play. Ich bin mir nicht sicher. Und ich habe auch gerade ein bisschen meine Mikrofoneinstellungen geändert, wollte ich noch so neben am Rande erwähnen. Und ich hoffe nicht, dass das jetzt zu laut ist oder so. Ich hoffe, dass das ganz okay ist. Ansonsten, ja, gibt es halt so eine Folge, wo das halt ein bisschen laut ist. Und dann ändere ich das nachher wieder und dann machen wir die anderen Folgen wieder normal. Aber das sieht eigentlich ganz gut auch aus auf den Kurven. Also von daher sollte das, denke ich mal, kein Problem sein. Und die Pfeifenwischer können wir wieder ausmachen. So, ach, guck mal, wie cool das heute ist. Alles, es wird grün, wenn wir kommen. Das ist doch so richtig, richtig so. Ja, so ist das halt. Und ich habe einfach gerade mal wieder die Aufnahme gestartet, weil ich gerade Lust so hatte, ne? Wie ich das ja immer meist so mache. Ne, immer so nach Lust und Laune. Auch wenn wir das zwar gerade, ja, keine Ahnung, 5 Uhr oder was haben, glaube ich. Oh, aber das ist, macht trotzdem nichts. Denn eine Runde ETS kann man ja gut mal haben. Außer, was ich natürlich immer hasse, ist dieses rote Ampel, beziehungsweise immer dieses Warten. Weil da passiert dann einfach nichts, ne? Und auch, da, naja, ich meine, ETS, da passiert ja so oder so nicht allzu viel. Aber ab und an mal, wenn man natürlich mal ein bisschen Scheiße baut und so, dann passiert auch mal was. Ne, und ab und zu natürlich ein bisschen mit Absicht, weil wir es uns leisten können und ab und zu auch halt nicht. Aber, naja. Des Weiteren hatte ich überlegt, eventuell mal... Ich weiß es noch nicht, ob ich das wirklich machen soll oder nicht. Eigentlich hatte ich erst gesagt, wenn ich, ja, noch mehr Leute habe, denn wer also mehr Abonnenten habe, dann mache ich irgendwann mal mit Facecam und so, weil das war mein nächstes Vorhaben eigentlich so ein bisschen. Ne, dass ich irgendwie das mit Facecam mache. Aber ich weiß noch nicht. Ich tue mich dann auch im Moment so ein bisschen schwer. Weil ich noch, ja, ich will sagen, in Anführungszeichen, für mich ist das schon wahnsinnig viel. Ja, bitte versteht mich nicht falsch. Aber so im Allgemeinen ist das noch recht wenig mit 141 Abonnenten oder was ich momentan habe. Und da habe ich eher gedacht, das machst du erst, wenn du, keine Ahnung, ein bisschen mehr hast. So um die, sag ich mal, 3 bis 500, ne, wenn das dann so bis dahin kommen sollte, ich weiß es ja selber nicht und ich freue mich natürlich auch über jeden Einzelnen und naja, aber das Ding ist einfach, ich weiß einfach nicht, ob ich das denn schon machen soll, ja, aber ihr könnt ja einfach mal sagen, was ihr davon haltet, ob ihr da Bock zu habt, mich zu sehen, hahaha, ne, oder ob ihr Lust habt, da irgendwie mit, beziehungsweise ob ich das mit Facecam machen soll oder nicht. Naja, aber ich tue mich da noch ein bisschen schwer. Ich warte mal auf eure Reaktion und gucke mal. Und ja, dementsprechend machen wir das, beziehungsweise gucke ich mir das mal an, was dann so gesagt wird. Ich hoffe natürlich nur Gutes. Na, da bin ich mir sicher. So, nein. Aber, ne, auf jeden Fall bin ich für jeden Abonnenten natürlich froh. Und ich glaube, ich ziehe das Thema jetzt schon wieder hoch. Aber es ist auch einfach so, Mann. Für mich sind 141 Abonnenten schon wahnsinnig viel. Also ich habe mir das ja nicht gedacht vorher. Ich habe ja nicht gesagt, komm, Bauer, ich mache jetzt einen Kanal auf, ne, und kriege 141 Abonnenten, weil dann bin ich der King.